in der Mehrheit schreiben Männer in dem Buch. Du behauptest hier, dass es paritätisch sei. Und welcher Handarbeiter kommt denn da zu kommt, Wort? Da kommt Georg vor, der Setzer kommt vor. Es kommen viele Leute, die am Anfang in den verschiedensten Initiativen waren, kommen vor. Es kommen die Zusteller vor und wir haben ein Interview mit den Leuten, die seit 30 Jahren dafür sorgen, dass die Tatze jeden Morgen reinkommt und dass wir, was die Männer und Frauen angeht und die Texte, dass da vielleicht das Verhältnis nicht 50-50 ist, sondern 65-45 pro Mann. Das hat einfach mit dem Status zu tun, der hier herrscht. Wir waren am Anfang von den 100 Tatzlern, waren 75 Männer. Mittlerweile arbeiten hier mehr Frauen als Männer. Die Frauenquote, die 1980 beschlossen wurde, die ist hier im Haus lange realisiert. Also mittlerweile müsste man eigentlich mal einen Männerbonus geben bei den Neueinstellungen, weil einfach zu viele Mädels da sind. Das könnt ihr gerne schneiden.